Es gibt einen neuen Anime-Streaming-Anbieter. Doch lohnt er sich? Das beantworte ich im heutigen Video, gleich nach dem Intro. Der Anime-Publisher KSM hat es nun offiziell angekündigt. So machen sie zusammen mit anderen Publishern einen eigenen Streaming-Anbieter für Animes. Doch was gibt es dort für Serien? Wie viel kostet er? Und lohnt es sich wirklich? Heute beantworten wir all diese Fragen. Wenn du übrigens kein Anime-Video mehr verpassen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere auch gleich die Glocke. Dann bist du immer pünktlich mit dabei. Kommen wir aber nun zu Aniverse. Gleich zu Anfang gibt es jedoch ein großes Aber. So ist Aniverse kein unabhängiger Anbieter. So heißt er übrigens. Setzt sich also aus Anime und Universum zusammen. Da hat man ja gleich große Erwartungen. Doch der erste Nachteil kommt jetzt schon. Den Anbieter gibt es nur auf Amazon Prime. Es ist also ein zusätzlicher Kanal auf Amazon. Doch was bedeutet das? Um ein Abo bei Aniverse abzuschließen, brauchst du ein Prime-Abo. Wenn du das also nicht hast, musst du gleich zwei Abos abschließen. Und das ist auch das größte Gegenargument bei diesem Anbieter. Denn wer kein Prime-Abo hat, ist aufgeschmissen. So kostet allein das 8 Euro im Monat. Man spart jedoch ordentlich, wenn man ein Jahresabo abschließt. Das kostet nämlich nur 69 Euro im Jahr, also jeden Monat 5,75 Euro. Und das lohnt sich auch wirklich, denn man hat dadurch nicht nur Zugriff auf viele Serien und Filme und auch einige Anime, sondern auch Musik sowie kostenlosen Premium-Versand. Wer also viel bei Amazon kauft, wird eh schon ein Abo haben. Doch das Entscheidende kommt jetzt noch. Selbst wenn man schon ein Abo hat, muss man nochmal 6,99 Euro pro Monat bezahlen. Also eben für Aniverse. Das ist also fast genauso viel wie für das ganze Prime-Abo, was schon echt heftig ist. Vergleichen wir das mal mit den Preisen von anderen Streaming-Anbietern. So kostet Crunchyroll ja ab August auch 7 Euro. Wakanim schlägt mit 5 Euro pro Monat zu Buche, Anime On Demand dagegen ist der teuerste Anbieter. Da kostet ein Abo 10 Euro pro Monat. Wie immer gilt, kauft man mehr als einen Monat, kann man meist ordentlich sparen. Aber das sollte ja relativ klar sein. Bei Aniverse dagegen gibt es scheinbar nur ein Monatsabo. Das macht ihn aufs Jahr gerechnet ziemlich teuer, nämlich 84 Euro. Kommen wir aber nun endlich mal zu dem Katalog. Lohnen sich die Anime, die man dort schauen kann? Alle Anime, die ich übrigens im Video einblenden werde, gibt es bei Aniverse. Sollten da also einige interessante dabei sein, solltest du mal bei dem Anbieter vorbeischauen. So gibt es bei dem zum Beispiel Fullmetal Alchemist Brotherhood oder auch der Irregular at Magic High School, dann Darker Than Black und noch viele weitere Klassiker. Aber fällt dir was auf? Alle drei Anime gibt es bei Netflix. Und das ist auch schon das zweite große Problem von dem Anbieter. Ein Großteil der Filme und Serien gibt es bei Netflix. Zum Beispiel auch Magic Kaito 1412 oder auch The Testament of Cicero Devil. Wer also schon ein Netflix-Abo hat, wird die meisten schon gesehen haben. Zumindest sollte man das machen. Denn es könnte sein, dass diese Animes bald verschwinden. Dazu werde ich auch noch ein eigenes Video machen. Wenn du also das nicht verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Doch nicht nur Netflix ist der größte Konkurrent von Aniverse. Auch Amazon Prime selber. So gibt es viele Anime von KSM auch im normalen Abo. Die könnten also dort auch bald rausfliegen. Weswegen ich für Sonntag schnell eine Prime-Top-Liste machen werde, damit du sie noch schnell schauen kannst, bevor sie also weg sind. Ich sollte hier aber sagen, dass dies nicht geschehen muss, denn besonders Prime und Aniverse ergänzen sich ganz gut. Bestes Beispiel wäre da Hunter x Hunter. Auf Netflix, aber auch bei Prime gibt es die ersten 58 Folgen. Und immer wieder werde ich gefragt, wann es weitergeht. Nun haben wir die Antwort. Scheinbar nämlich nur auf Aniverse. So gibt es da nämlich 30 weitere Folgen. Aber auch nur die. Bei dem normalen Prime-Abo gibt es immer noch die ersten 58. Das bedeutet also, dass man bei Prime ohne Aniverse-Abo anfangen kann. Aber wenn man dann weiterschauen will, braucht man Aniverse. Diese Taktik verfolgen sie auch bei anderen Animes. Die Action-Komödie Trinity 7 gibt es zum Beispiel im normalen Prime-Abo. Aber nur die Serie. Den ersten Film gibt es nur auf Aniverse. Oder auch Overlord. Staffel 1 bei Prime, Staffel 2 bei Aniverse. Was man davon hält, ist ganz dir überlassen. Man könnte jetzt sagen, dass dies ein billiges Lockmittel ist. Stell dir mal vor, du würdest dir ein Spiel kaufen und plötzlich nach der Hälfte müsstest du nochmal 70 Euro bezahlen. Oder du würdest bei Netflix eine Serie schauen und nach der ersten Staffel müsstest du ein Netflix Plus Abo abschließen, damit du weiterschauen kannst. So könnte es sich für manche anfühlen. Man kann es aber auch anders interpretieren. So könnte Aniverse sagen, dass nur
nur durch diesen Anbieter es überhaupt möglich wurde, die Anime weiter zu veröffentlichen. Je nachdem, welcher Variante man glaubt. Bei vielen Serien wird es in Zukunft nicht möglich sein, sie komplett auf Prime zu schauen. Und das ist schon ziemlich schade. Aber wie gesagt, sieht man es positiv, gibt es nun schon fast eine Garantie, dass irgendwann Hunter x Hunter komplett digital schaubar ist. Ohne dass man für jede Staffel unfassbar viel Geld bezahlen muss. Außerdem sollte man noch eins erwähnen. Alle Animes gibt es nur mit deutscher Synchro. Das ist für viele sicherlich kein Problem, denn die meisten schauen Anime eh nur auf Deutsch. Man könnte es sogar als einen Vorteil des Anbieters ansehen. Im Vergleich zum Beispiel zu Crunchyroll. Die bieten nur einige Anime mit Synchro an. Auch wenn sie in letzter Zeit einige Highlights vertonen. Das große Problem ist nur, dass man eben keine Wahl hat. Ich muss die Animes auf Deutsch schauen. Ich kann nicht einfach auf Japanisch mit Untertiteln wechseln. Und das kann ich ehrlich gesagt null verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass dadurch die Anime noch mehr kosten würden. Also, dass man nochmal die japanische Tonspur mitlizenzieren muss. Aber wie viel ist das? Spart man da wirklich so viel? Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wollt ihr gerne die Wahl haben oder reicht euch die deutsche Synchro? Interessiert mich wirklich, denn das kann schon ein ziemliches K.O.-Kriterium sein. Aber kommen wir gleich zu dem nächsten Nachteil. So habe ich ja noch gar nicht gesagt, wie viele Serien überhaupt angeboten werden. Und diese Zahl ist leider sehr gering. So sind es insgesamt nur 29 Serien und 22 Filme. Und bei den Filmen wurde sogar sehr großzügig gezählt. So wurden zum Beispiel die Filme zu Persona 4 einzeln gezählt. Und das sind insgesamt 4. Für mich gehören die jedoch zusammen. Bei K7 Stories ist es das gleiche. Da wurden auch die ersten beiden einzeln gezählt. Am Ende sind es also 12 Reihen mit insgesamt 22 Filmen. Das klingt dann schon nach deutlich weniger. Doch das Angebot soll schon im August erweitert werden. Und ab September gibt es wöchentlich neue Anime. Und das wird auch das Entscheidende sein. Was bedeutet das nämlich? Wöchentlich neue Anime klingt ja erstmal sehr gut. Meint man damit jedoch jede Woche nur einen Film? Oder gibt es gleich mehrere Anime? Was sind das für Filme und Serien? Sind das wirklich neue Lizenzen? Animes, die es sonst nirgendwo gibt? Oder hat die jeder schon gesehen? Darüber werde ich euch hier natürlich auf dem Laufenden halten. Also abonniert unbedingt Kaizen, um das nicht zu verpassen. Außerdem wissen wir noch nicht, ob es vielleicht auch Simulcast geben könnte. Zumindest streitet dies KSM nicht ab. Aber auch hier gibt es wieder ein großes Problem. In der aktuellen Sommerseason wurden zum Beispiel schon alle Anime lizenziert. Wir brauchen also theoretisch keinen weiteren Anbieter. Würde also KSM auch nun selber Simulcast anbieten, würde der Markt sich noch weiter spalten. Wir müssen also noch mehr Anbieter abonnieren. Nicht nur Crunchyroll, Wakanim, Anime On Demand und auch Netflix. Sondern auch Prime und Universe. Aber warten wir erstmal ab. Doch bevor du wegklickst, habe ich hier noch einen Top-Tipp. Und das empfehle ich zum Beispiel auch bei Animax. Dies ist auch ein Amazon-Kanal für Animes. Auch dort muss man extra bezahlen, um Animes auf Deutsch zu schauen. Der erinnert auch sehr stark an Universe. Aber darüber habe ich schon ein ganzes Video gemacht. Drücke also dafür oben rechts auf die Infokarte. Für beide Kanäle gilt, du kannst 14 Tage kostenlos Probe schauen. Außerdem kann man das Abo jeden Monat kündigen. Das bedeutet also, nimm dir ein paar Wochen Zeit. Am besten im Urlaub oder in den Ferien. Hol dir das Abo und schau den ganzen Katalog durch. Oder zumindest das, was dich interessiert. Und wenn du das machst, kann man bei 7 Euro echt nicht meckern. Da kriegt man dann schon einiges. Ob es sich jedoch lohnt, das Abo zu behalten, wird die Zukunft zeigen. Denn nur um das mal aufs Jahr zu rechnen, Universe kostet pro Jahr 84 Euro. Und wie gesagt, da ist noch nicht das Prime-Abo mit dabei. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, ob es einem das wert ist. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Werdet ihr euch ein Abo holen oder wartet ihr lieber ab? Schreibe es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!